Hallo. Hier bin ich wieder. Wir machen weiter. Schauen wir mal. Wo sind wir? Zu 47, 49. Ich muss irgendwie auf dieses blöde Baumgedöns da oben rauf. Wie komme ich auf das Baumgedöns drauf? Okay, da oben hier, da. Seht ihr? Da muss ich rüber. Aber ich weiß noch nicht, wie ich da hinkomme. Also. Zuckerblierten wir mal den Berg ab. Immer noch eine Seite. Ah! Ach, jetzt darf ich wieder vorlesen. Feines Spiel. Werden die Folgen nach Abschluss automatisch gelöscht? Nee, die bleiben noch ein paar Tage auf Twitch, aber das Ganze könnt ihr euch auch ein paar Wochen später auf YouTube anschauen. Ausschnitte aus einem Logbucheintrag von Dr. Ivan Monsky. Wissen Sie, was wir tun sollten? Wir spielen Go. Telekinese, Telepathie, Gruppenhypnose. Wir lösen physische und psychische Störungen aus. Schufen einen Raum des Zerfalls. Die Subjekte vertrugen nicht einmal eine kleine Strahlendosis. Diejenigen, die irgendwie überlebten, benahmen sich besessen. Sie sprachen in anderen Stimmen mit uns, in Sprachen, die wir nicht erkennen konnten. Und dann starben sie alle, einer nach dem anderen. Manche erstarrten zu Stein, andere zerfielen zu Asche. Ich erinnere mich an einen, der mit verdrehten Gliedmaßen über den Boden schwebte. Boden. Und dann so über den Boden erstarrte. Es ist viel Zeit vergangen, aber das Ganze lässt mir immer noch keine Ruhe. Ich erinnere mich dran. Ich sehe sie jeden Abend in meinen Augen. Hat irgendjemand überlebt? Da stört mich einer an. Zuckerblier, ich war am Lesen. Aber den Text hatten wir schon mal. Da ist das mir auch egal. Wir spawnen, glaube ich, sowieso da, weil er automatisch speichert, wenn ich das Ding aufnehme. Und weh, ich spawn nicht da. So, sehr schön. Taschenlampe an, wir gehen jetzt auf den Berg. Glaube ich zumindest, dass wir richtig waren. Ja, wir sind richtig. Alles klar. So, suchen wir mal das Haus. There is a house. In Schneewood Town, they call the Snowing Town. Oh, super, die hatten hier und am Rand auch noch. So, wollen wir mal. Ah, Messer. Sehr gut, dass ich mich. Oh, ich habe ein Blatt. Ich werde nicht verfolgt oder so, ne? Der Kartoffeltiger. Ich hab keine Ahnung, wer du bist, aber der Name ist geil. Kartoffeltiger, ich werd nicht mehr. Oh, Zucker macht die Tür auf. Ein Blatt im Wind. Jannik ist das. Kartoffeltiger. Hammer Name, ey. Okay, da habe ich mich tatsächlich kurz erschrocken. Aber ich glaube, hier bleibe ich ein Weilchen. Ich will ja nicht sagen, ne? Aber irgendwas sagt mir, da vorne im Schrank, ja, da lauert jemand auf mich. Keine Ahnung, wie ich da drauf kommen könnte, aber naja. Irgendwas sagt mir, im Schrank ist was. Hier so, seht ihr das? Da könnte man sich gut verstecken und jemanden erschrecken. Is just starting to set. I see it like I am there myself. As if I'm Aurora Borealis. In the middle of the forest. I'm not sure what is going on with reality. I'm writing with my own blood on a tree. My own name. Anton. No, not mine. His. His! The sun is just starting to set. Orange mist. Mit Test wie Spiel, ja. I see their bodies coming out of the woods. I hear a scream. A horrific scream of terror. Is that my voice? I think it is. Where's Anton? Where did he come from? How did he get in? The sun is just starting to set. He's in me. He's in me. He's coming in through my eyes.
The eyes are windows to the soul. He has no soul. Where is Anton? Anton war ein Ginger. I'm dropping in a bottomless abyss, falling into the pass. Dead and rotting hands are catching me on my way down. I can feel them whisper into my ear. Now you are ours. You will never leave us. I'm calling him. I'm calling Anton. Where is Anton? Anton aus Tirol. I see nothing. My eyes are overflowing with blood. I have to escape. I have to run away. I have to start running. The sun is just starting to set. Yep. Wir müssen eigentlich nur hier drinnen warten. Irgendwann hat der bestimmt keine Lust mehr. Where are you? Zukunft, Leon, er spricht mit mir. Habt ihr es gesehen? Der hat mit mir gesprochen. Okay, ich bin jetzt gerade auf 72. Was ist denn das nächste? 72 wäre 61. 61 und dann 54. 61. Hier oben. Oh, das geht ja. Das heißt, wir gehen Richtung Nordwesten. Hey, Anton. Nee, ohne Seife waschen. Da ist Nordwesten, ne? Wenn das Norden ist, Nordwesten dann da, oder? Bin ich doof? Nee, ich bin nicht doof. Schon richtig. Komme ich hier runter? Also. Ich glaube ja. Ich behaupte ja, wir kommen hier lang. Hier ist Norden. Dann müssen wir gleich links. Oh, Musik. Und schon ist sie wieder weg. Oh, Musik weg. So, da. Guck mal, Nordwesten war doch. War rot nicht Norden? Fuck. Wo bin ich jetzt wieder? Ach, scheiße. Bestimmt verlaufen. Das ist der Wald, an dem wir schon mal waren. Eigentlich muss ich doch hier oben lang. Oder? Kaum was zu sehen. Alles klar, mach ich Licht an. Kein Problem. Ist natürlich auch dunkel hier, ne? Muss man ja auch mal sagen. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich bin. Ich gehe Richtung Norden, was jetzt erstmal nicht so falsch ist. Also wenn ich Richtung Norden... Ich glaube, nee, ich gehe Richtung Süden, ne? Ich Hamsel. Schwarz ist ja nicht da, ist Norden. Rot ist Norden. Ich bin aber auch ein Held. Mr. Freeze! Ja, ich bin dir gefolgt. Nein! Lauf! Moin. Mr. Freeze ist richtig ausgesprochen, ne? Schön, dass du reinschaust. Kommst her. Ach, guck mal, von Freispiel einer. Oh, guck mal hier. Hier ist was. Abgesehen davon, dass es dunkel ist, aber... Ist das denn richtig? Ich kann keine Karten lesen, verdammt. Bin jetzt hier runtergelaufen und eigentlich... Was war es? 61? Wo ist denn der Scheiß hier? 62, 47. Da ist die 62. 47. Da ist das. Das heißt, ich muss da oben links rum. Also immer links halten.
Immer Richtung Westen irgendwie. Wenn das Schuhkabliert Norden ist, ist das hier Westen. Alles klar, immer Westen. Du warst doch beim Bund. Hat man da Kartenlesen nicht gelernt? Ich wollte zum Bund. Aber die wollten mich nicht. Weil Kader war voll. Oh, oh. Oh, ich höre ein Blatt. Schwäche mich übrigens immer noch. Ich wollte zum Bund, aber die wollten mich nicht. Sie sagten, Kader ist voll. Geh mal arbeiten. War nicht so geil. Nein, ernsthaft, der war wirklich voll. It's hard to tell what it was. Ich wollte zum Bund. Gott, ich wäre gut geworden. In the morning, after breakfast, our moods improved. We set off up the river. The snow isn't really that deep, but it's wet and it sticks to the skis, so it's hard to move. We passed a couple of cliffs, and after a couple of meters, the area became more flat. Finally, around 5:30 p.m., we stopped to set up a camp. It is our first night under canvas. We were very tired. We tried to prepare for tomorrow's walk, but hunger was stronger. Then exhaustion overcame us. Ganz ehrlich, wenn ich vorlese, ist irgendwie geiler, oder? Talked or rather whispered. We were afraid to speak louder because of the surrounding atmosphere, as if this place was sacred or haunted. At last, we took shelter in the tents. Somehow nobody feels like sleeping. We thought someone was passing by on the trail nearby, so the boys went to check it out, but there was nobody there. Sehr löblich. Maybe it was some animal. Again, I can hear the sounds from the forest. Schlager gibt es hier, also erstmal A, ist das hier gerade eine Live-Let's-Play-Folge, daher kann ich hier keine Musik abspielen. Das gäbe mir Copyright-Rechte, Probleme. Und, ich habe das Freispiel versprochen. Wenn hier 20 Leute sind, die alle Schlager hören wollen, spiele ich das. Aber davor werde ich keinen Schlager spielen. Weil, jetzt muss ich dich leider enttäuschen, Mr. Freeze, ich bin kein großer Schlager-Fan. Das ist nicht so meins. Aber der gute Freispiel, der besteht da drauf und versucht immer noch, bei jeder Gelegenheit, mir irgendwie Helene Fischer unterzujubeln. Bitte kein Schlager, quält mich, zieht mir die Fußnägel beim lebendigen Leib, aber kein Schlager. Ne, aber bist gerne hier gesehen, darfst gerne reinschauen, hier, Helene, Helene, siehst du? Oh, wo war das denn jetzt überhaupt? Hier unten war das. Ne, oder? Bin ich richtig? Doch, bin hier unten lang gegangen. Okay. Alter, wie viele Kilometer habe ich denn noch vor mir? Okay, dann laufen wir mal eine Runde. Ne? Also wie gesagt, der Freispiel versucht mir schon mal die ganze Zeit Helene unterzujubeln. Du willst Schlager. Niemand will Schlager. Was habe ich denn hier? Guck mal, es wird wieder heller. Oh, jetzt kann ich das Licht mal wieder ausmachen. Geil. Smoky. Alte Sau. Boah, guck mal, wir hatten ja schon, dass das aussieht wie so ein Totenkopf, die Berge. Das hier sieht aus, als wäre das so ein Schwert, was irgendwo reingerammt wurde. Will ich sterben? Genau, heute um 20 Uhr, ich habe Schlager gehört, Helene Fischer. Der Smokey würde Helene Fischer tatsächlich sogar mitfeiern. Aber Leute, dazu müsst ihr mir 20 Leute hier reinzaubern, die alle Schlager hören wollen. Dann können wir über den Scheiß gerne reden. Vorher... Du alter Bitspender. Ja genau, Smokey... Nee, Smokey führt glaube ich gar nicht, oder? Wer führt denn die Mitliste an? Oder ist es Smokey? Ich höre eine Seite. Ah, da habe ich sie. Na, darf ich wieder vorlesen? 20 Leute, die alle Schlager hören wollen. Nicht 20 Leute, die hier drin sind. Ein Auszug aus den Zeugenaussagen von Bori W., ein 5-jähriger Junge, der womöglich der unbekannten Energie ausgesetzt war, die den Tod von 12 Personen in Wladimir 30 Komplex verursacht hatte. Boris W., ich habe sie in meinem Traum gesehen. Sie haben mich dieselben Dinge gefragt. Danke für den einen Bit, Smokey. Sie haben mich dieselben Dinge gefragt, die sie sich jetzt fragen. Derselbe Mann stand hinter mir. Dr. Grigor Antonovich. Boris, hinter mir steht niemand. Es ist niemand hier. Sie irren sich, Dr. Grigor Antonovich. Der Mann bittet mich, ich soll ihm sagen, dass die Welt in dem orangenen Licht viel schöner ist. Und er bittet sie,
sich Kammer Nummer 7 in Abteilung 22 anzusehen. Woher weißt du das alles, Boris? Hat dein Vater bei uns gearbeitet? Nein, Grigor, du Scheißkerl. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich habe gesehen, wie du Menschen zum Auge Gottes gebracht hattest. Ich habe gesehen, wie ihre Haut verbrennt und ihre Arme verdreht werden. Ich habe die Albträume gesehen, die es ihnen in den Kopf gepflanzt hat. Denkst du wirklich, niemand würde etwas davon wissen? Denkst du, niemand hätte überlebt? Da hat es uns gezeigt. Ende des Eintrags. Kill, Killer, Kick, Skills, Monkey, was geht denn hier wieder? Hier wird niemand getötet! So, wo bin ich? Ah, ich bin hier, oder? Alles klar, Richtung Westen. Norden? Wo ist Norden? Da ist Norden. Also Richtung Westen, hier oben lang. Läuft! Soll ich helfen, Beispiel? So, schauen wir mal. Wie, hängt hier echt Wäsche aus? Das sind Schriftrollen, oder? Aber warum ist das denn hier nach oben gekennzeichnet? Also wir sind hier. Will ich das wirklich wissen? Puck! Ach, scheiß drauf, wir müssen sowieso hier lang und dann hier nachher runter zu hier irgendwo. Da kann ich auch mal gerade 5360. Gibt es 5360? Gibt es nicht. Es gibt 54. 5461. Ja, dann nach. Guck mal. Dann gehen wir da hoch. Keine Frage. Flashy. Antwort nicht. Schade. Schriftrollen herum. Leider bist du falsch. Das ist Tibet. Wow. Postest du nochmal das Game, was wir gleich um 8 spielen? Also scheiß die Wand an. Ich bin schwer beeindruckt. Hatte ich eben erst? Hab ich nicht gesehen. Dankeschön. Muss hier sein. Ich will ja nichts sagen, aber da hinten sind Lichter, die an- und ausgehen. I am an empty wreck. Made in his image, but not alike. A servant. Obedient to one master. Kann ich verstehen, Zwiebel. My body is a shell, and I am ready to absorb him. Ja, da gehen wir gleich rein im Discord. Ab 8 Uhr. Da bin ich sowieso schon die ganze Zeit drin. And I want to be his food. I am humming his tune. I am looking at the world through his eyes. I drink the blood of his enemies and taste the rotting bodies. I feel the sin sprouting under my skin. I hear screams in my head. Fuck, ich wollte es pausieren. Danke für die 3 Euro. Irgendwas stimmt mit Smokey nicht. Bist du dir sicher, dass keine 20 Leute da sind, Sly? Psst, ich liebe dich. Kuss. Ja, vielen Dank für die 3 Euro. Jetzt habe ich dummerweise den Text weggedrückt. Aber was wollen wir machen? Mal schauen, ob ich es rausschneiden muss oder nicht. Aber de facto... Oh, hier, das haben wir gefunden. Also jetzt hat Helene Fischer mir die ganze Stimmung hier geklaut, ne? Sieht so. Jetzt hat Helene Fischer mir diese Stimmung geklaut. Und Zwiebel, schön, dass du überhaupt reinschaust, auch wenn du um 3 Uhr wieder raus musst. Freue mich immer gerne. Gern gesehen. So. Briski, Briski, wo geht's weiter? Wir suchen die nächste Stelle. Wir sind hier auf 54 oder 61. Was haben wir da noch auf 61? Haben wir noch irgendwas annähernd Tiefes? 47 hätte ich noch im Angebot. 47 wäre hier. Und dann 62. Okay, hier unten irgendwo. Das heißt, wir gehen jetzt gleich wieder den Berg runter und dann machen wir die Kurve hier runter.
Kommt drauf an, kann ich mich auf der Arbeit hinlegen? Der Himmel. Na super, ihr Helden. Jetzt haben wir alle Ebola-AIDS-Krebs. Lasst uns zusammenlegen fürs komplette Konzert bei Helene. Bereitschaft? Ja, Bereitschaft habe ich auch. Ähnlich. Ihr, Unzerstörbarkeits-Katapillar-Handy, meine Freunde. Bereitschaft. Spielchen kenne ich. So. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin, aber irgendwas sagt mir, hier komme ich nicht rüber. Aber vielleicht bin ich auch nur ängstlich. Ich bin nur ängstlich! Wer hat das Spiel überlistet? Wer hat das Spiel überlistet? Gehe ich richtig? Wo ist mein Kompass? Ich gehe Richtung Norden. Okay, ich bin hier rüber. Nordosten, Westen sogar. Mit der Wärmebildkamera, genau. Es hat auch. Ich höre ein Blatt. Hat auch noch den guten Jumba-Nacktscanner. Wer kennt ihn nicht? Irgendwo ist eine Seite. Ernsthaft, soll ich das jetzt... Weißt du, vorhin skippst du mir alles. Nee, komm, wir wollen jetzt nicht alles durchlesen. So, wer das jetzt durchlesen will, möge bitte jetzt im Jammer-Spar-Abo möge bitte Pause drücken und sich das durchlesen. Es gibt eins mit einer Wärmebildkamera? Ernsthaft, das Ding hat doch keine Wärmebildkamera. Jetzt muss ich mal schauen. Wenn mein Bereitschaftshandy eine Wärmebildkamera hat, werde ich... Wäre ja zu witzig. Ich habe ein geiles Radio. Und Anwendungen. Wegrechner, Countdown, Weltuhr, Einheitskonversion, Vodafone-Service, nee. Tut mir leid, keine Wärmebildkamera. Bin ich raus. So, ihr hattet genug Zeit zum Lesen. Helene hat mir die Lust am Lesen genommen. Das geht nicht. Mach doch ein Bild von Helene, dann wird dir warm. Nein. Ich versuche mich echt mit der Frau hier noch zu verkuppeln, oder was? Ey, ohne Scheiß, das Ding ist saurobust, ne? Das Caterpillar-Handy. Scheiß die Wand an. Irgendwas sagt mir, dass das nicht der Weg ist. Nee, ist er nicht. Das Cutter ist mit Wärmebildkamera? Das heißt, ich muss gleich schauen. Okay, hier ist eine Brücke. Das heißt, wenn ich hier bin... Ah, guck mal, hier kommen wir jetzt runter. Da muss ich hin. Da muss ich auf jeden Fall hin. Jetzt... Okay, Smokey, pass auf. Ich schaue mir jetzt die Kamera an. Und ich glaube, die hat keine Wärmebildkamera. Multimedia, Kamera. Bitte warten Sie. Optionen. Bildbehalter, Einstellung, Hilfe. Einstellung. Qualität normal. Wir machen mal erweitert. Bending 60 Hertz. Wir geben es richtig. Shutter Sound aktiviert. Automatisch speichern aus. Parameter anzeigen. Das Ding hat keine Wärmebildkamera. Bist du ein elendiger Lügner? Das ist der Monitor. Das Handy ist nicht dafür geeignet. Das Ding fühlt sich an wie so ein Mix aus alten Nokia, bevor es Smartphone wurde. Es gibt nur eins mit Wärmebildkamera. Ihr wollt mich doch schon wieder trollen. Ja, ich bin blind. Er hat unsere Seele geklaut. Ja. So, jetzt bin ich hier rüber. Wo muss ich jetzt hin? Richtung nie ohne Seife waschen. Südwesten. Oh, komm, hier, warte mal, das ist Norden. Westen, Südwesten. Das heißt, ich muss in die Richtung. Bin ich richtig? Cut ist 60, hat das? Sag mal, kam ich hier nicht gerade rüber? Oder war das auch nur ein anderer Baum? Irgendwas sagt mir, ich bin richtig. Ganz schön zügig hier oben. Links. Link ist im Spam. Alles klar. Will ich mir gleich mal anschauen. Oh, noch 3 Minuten. Ich muss noch irgendwas finden, was mich irgendwie abspeichert. Wie das hier zum Beispiel. Direkt eine Nacht schlafen. Hier, guck mal, Campfire läuft. Und ich noch so, ich muss irgendwas finden, was speichert. Und hier unten habe ich ja gleich noch. 100%. So, hier muss oben noch irgendwas sein. Irgendein dickes Event. Könnte höchstwahrscheinlich dieser leicht verschwommene Leuchtturm sein. Bin aber noch nicht sicher.
Also ich musste einfach nur Richtung Süden. Und da bin ich. Oh, guck mal, das sieht aus wie diese Festung, die sie erwähnt haben. Es wird auch sehr dunkel. Und die Musik wird komisch. Bin ich jetzt richtig? Irgendwas ist hier doch. Turnier und so. Danke, Keks, fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Beim nächsten Mal stell sicher, dass du mitspielst, Junge. Da ist aber irgendwas. Hört ihr das? Ich will da rüber. Da komme ich hier außen rum. Ach komm. Willst du mich verarschen? Ich komme hier nicht weiter. Ich will da rüber, Mensch. Ich muss anscheinend hier außen rumgehen. Irgendwas ist hier doch. Irgendwas ist hier doch. Oh, der Wind wird auch sehr hart. Ich kann ganz schwer dagegen anlaufen. Ich höre, dass hier etwas ist. Da ist es. Aber ich komme noch nicht hin. Okay, es ist wahrscheinlich ein kleines Maze-Labyrinth. Laufen wir also mal hier lang. Maze Runner! Siberia Version! Was soll schon passieren? Vielleicht Löcher am Boden. Oh, geil, eine Skate-Ramp. Läuft! Da geht's in Tunnel. Auch nicht schlecht. Oh, geil, wir sehen endlich die Nervenheilanstalt. Vertraulicher Korrespondenz vom Wissenschaftlern von Abteilung 22, Doktor. Name geheim. Ich habe Subjekt geheim getestet. Es zeigt keine übernatürlichen Fähigkeiten. Sie müssen einen Fehler gemacht haben. Mit freundlichen Grüßen, Dr. G. Heim. Dr. G. Heim, ich stimme Ihnen zu. Die zweite Testreihe zeigt keinerlei Fähigkeiten. Betrachten wir das Experiment als erfolglos abgeschlossen. Das Subjekt ist zu entfernen. Wir bereiten den Transport nach Wladimir 30 vor. Bitte vernichten Sie alle Dokumente und die Korrespondenz. Korrespondenz. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Name geheim. So. Jetzt muss das ja hier genau, Zuckerblatt genau vor der Stelle sein. Jetzt geht's ja nur noch im Keller. Und das Schlimme ist, liebe Leute, es sind noch 17 Sekunden auf der Aufnahme. Mit diesem vielleicht minimalistischen Cliffhanger verlassen wir diese Folge und werden in der nächsten Folge rausfinden, worum es hier überhaupt geht. Bis zum nächsten Mal. Euer Sly. Ciao.